Na, ihr Jarax der Nation, wir schauen uns jetzt Frage ich an. Stelle deine Fragen an Erwin und Bo. Oh, das nenne ich mal eine interessante Frage. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Alter! Was? Das sagt man doch so, oder ist nicht? Schon okay, Mr. Wortgewandt? Wie lautet die Frage, Berti? Okay, Oi. Aljoscha fragt bei Instagram, sollte die Schuluniform eingeführt werden? Hat er gerade Oi gesagt? Ja, das ist ein gutes Thema. Alter, hat er gerade Oi gesagt? Ja! Leute, Mobbing ist heutzutage immer noch ein ernstes Thema. Schicke Klamotten können zu einem wahrhaften Gruppenzwang führen, sogar zu einem Ausschluss. Und Jugendliche, die nicht die Möglichkeit haben, sich diese Klamotten zu leisten, können vielleicht in Depressionen oder sogar Angstzustände verfallen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das Thema Schuluniform gar nicht mal so schlecht, weil man erstens halt den Unterschied zwischen den sozialen Schichten nicht unterscheiden kann und zweitens ein viel größeres Wir-Gefühl entsteht. Alter, ist schon klar, Mann. Alle ziehen. Das Ding ist ja auch kacke, mit so einer Kack-Qualität zu gucken. Und warum habe ich mir das eigentlich angeschaut? Hä? Was? Hier passieren, in diesen Reactions passieren immer wieder so kleine Fails, wie bei so einem Livestream, weil ich das nicht schneide. Ach. Vielleicht muss ich mit Schneiden anfangen, damit keine Fails mehr passieren. Die Aussprache des englischen Präteritums. Ich will aus Ghetto Tips, wie ich schon dachte, dass es zu einem aus Ghetto Tips Crossover kommt. Ich will aus Ghetto Tips. Okay. Sie ziehen sich gleich an, stehen in Reihe und Glied und bewegen sich wie ein Roboter. Ich bin der Roboter. Hey, das wäre eine coole Idee für einen Song. Und was ist deiner Meinung nach daran so schlimm, wenn alle gleich aussehen? Freie Entfaltung, Individuum. Kreativität? Seit wann kennst du solche Ausdrücke? Naja, genau seitdem deine Freundin angefangen hat, zu mir zu kommen. Oh. Ich sag ja immer wieder, der erste Flash ist der heftigste. Ah ja, das kann ich mal nebenbei sagen. Also nicht nebenbei, sondern während das Video lädt. Wir haben... Wow, 74, aber... Ich dachte 71 oder 72. Aber wir haben 74 Abonnenten geknackt. Alter, ich schlafe und ihr knackt einfach die Abonnentenzahlen. Mann. Krass. Also, ich freue mich, dass ihr abonniert habt. Willkommen auf diesem Kanal, würde ich sagen. Seht ihr, dieser Banner. Irgendwie passt er. Weil das der Cringe im Inneren ist und rausguckt. Er will raus! Aber ich überlege, ob ich nicht trotzdem einen anderen Banner mache. Ich weiß es nicht. Und ihr schreibt mir keine Kommentare darüber. Wenn ich mal was frage, dann stört ihr keine... Mann. Ich krieg nur so Kommentare von Hashtag MüllWM. Bruder. Feier dich, mach weiter so. Dieser Kommentar ist voll lieb. Okay, 649 Abos. Well, when life gives you lemons. Ich weiß nicht mehr, auf was das bezogen war, aber vielen Dank für die Kommentare. Und im Übrigen, mir werden nicht alle Subscriber angezeigt. Aber Spidey Arlam wurde mir jetzt angezeigt. Was passiert hier? Was habe ich gemacht? Nee. Wenn du mein Training bist! Ich gebe dir in diesem Punkt recht auf. Allerdings hat der Mensch noch genug Zeit, sich nach der Schule frei zu entfalten. Und so eine Schuluniform könnte ein guter Leitfaden sein und den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Ja gut, aber unterm Strich entwickelt man sich ja schon früher. Man hat ja auch einen Leitfaden zu Hause. Alter! Jetzt mach mal beide halblang, Mann! Ich will... Also das ist ja alles Alberto, ne? Ich finde dieses Format irgendwie cool. Weil dort alle Seiten... irgendwie dargestellt werden, so von wegen, hä, wozu Schuluniform? Dann Bert macht so auf Besserwisser, was viele Leute momentan machen, so richtig moralapostelmäßig. Kann ich gar nicht leiden, aber egal. Anderes Thema. Und er sagt die Meinung dieser Besserwisser, ne, und
L ist, glaube ich, der so neutral, ich weiß nicht. Ich will mich anziehen, wie ich will. Ich will fresh aussehen. Und wisst ihr auch warum? Ich bin Ghetto. Ja, Mann, wie man damals so arm war. Warst du damals so arm, Onkel O? Alter, wir waren so arm, wir hatten sogar Schulden bei Kaugummi-Automaten, Mann. Und Automat ist das richtige Stichwort, Mann. Denn mit dem nächsten Tipp wirst du Automat... Falsche Sendung, oh. Schade. Okay, Leute, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. An sich ist das Thema Schuluniform gar nicht mal so verkehrt. Wir waren so arm, wir hatten sogar Schulden beim Kaugummi-Automaten. Alter, eigentlich ist das krass. Also nee, das wäre eine krasse Rap-Line, meine ich. Wir sind so arm, haben Schulden bei Kaugummi-Automaten. Und wir haben geklaut. Nicht nur Gurken und Tomaten. Sowas zum Beispiel, so in der Art. So. Da es aber niemals in Deutschland zur Debatte stand, denke ich, dass es schwer ist umzusetzen. Außerdem würde es die heutige Generation nur mit Ach und Krach akzeptieren. Nichtsdestotrotz sind das alles wilde Spekulationen. Was sagt ihr denn dazu? Viele von euch werden sicherlich noch zur Schule gehen. Ihr seid die Betroffenen. Schuluniform, ist es was für euch oder ist es kompletter Humbug? Coole Idee. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. So sieht's aus, Leute, Mann. Und falls ihr Ausgerdo-Tipps haben wollt, dann schreibt, ich will Ausgerdo-Tipps in die Kommentare, Mann. Denn ich bin einer von euch, Mann. Und wisst ihr auch warum? Ich bin Ghetto. Alter, wir waren damals so arm, verdammte Ja. Stelle deine Fragen an L, Rüd und O. Alle deine Probleme werden in 3 Minuten zerstört. Wir finden eine Antwort, wie sich für ein Hänger gehört. Keine Sorge, du bist danach nicht von uns doll empört. Aber wunder dich nicht, die 3 Jungs sind gestellt. Krass. Also Video ist ja auch krass geschnitten, weil er muss ja immer wieder, also er muss das mal von Erz Sicht drehen, dann von Birds und dann von O's und dann muss er das immer so gut zusammenschneiden. Also und ja, wahrscheinlich ist das Outro schon da gewesen oder das hat er wahrscheinlich in Vergangenheit schon mal geschnitten. Schuluniform. Ja, eigentlich habe ich Bock zur Schule zu gehen, wie ich will, so. Zum Beispiel manchmal im roten Pullover, dann manchmal nackt, Kappa. Aber so eine Schuluniform wäre auch sick. Irgendwie so ein bisschen, so mit Krawatte und so. Ja, wär schon sick. Ach, ich weiß es nicht. Ich. Vor allem, wenn man dann auf die Mädchen guckt. Tut mir leid. Wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Cringe. Und ciao.